Megalopsychia. Man hat eine Darstellung gefunden in Antiochien in Syrien, in einem bekannten Palast, erst vor einigen Jahrzehnten. Da ist die Megalopsychia bildlich dargestellt. Was heißt das? Es bedeutete in der damaligen Zeit, eine große, weite Seele zu haben. Großmütig zu sein. Und es ist sehr spannend, dass in einem der jüngsten Bücher über Syrien, über diesen Bereich, über die Geschichte Syriens, über dieses geplagte Land, ein Autor, der ganz unverdächtig ist, christlich zu sein, unter diesem Wort der Megalopsychia, unter dieser Großmut, einen Libanios fasst und zugleich auch einen anderen Sohn dieser Stadt Antiochien, nämlich Johannes Chrysostomus, den wir heute feiern. Libanios war sein großer Lehrer, einer der bekanntesten Rhetoren der Antike, kein Christ, durch und durch Heide. So, was wir so Heide nennen. Ein anständiger Mann, aber heidnisch. Das Christentum hat er abgelehnt. Johannes Chrysostomus war sein Schüler, wohl sein Bester, sein Begabtester, der, wie wir wissen, einen ganz anderen Weg einschlägt. Aber was sie verbindet, ist jene Megalopsychia. Ich finde diese Beobachtung sehr spannend. Es ist ja genau das, was offenbar heute nicht nur in Syrien fehlt, bei den Agierenden, sondern auch bei uns. Wir leben immer mehr in ähnlichen Situationen, dass wir nicht mehr in christlich geprägter Umgebung leben, sondern unseren eigenen Glauben verteidigen müssen. Aber wie macht man das? Im Moment hören wir entweder gar nichts oder relativ dümmliche Phrasen, die niemandem helfen, schon gar nicht der Kirche. Was es braucht, ist Überzeugung und Sprachfähigkeit. Deshalb heißt dieser Johannes Chrysostomus, Goldmund. Er hatte diese Sprachfähigkeit, aber diese Sprachfähigkeit fällt einem auch nicht einfach in die Wiege. Chrysostomus bedeutet nicht, dass er ein großes Maul hatte, sondern einen goldenen Mund eben. Er konnte sich verständigen. Auch mit seinem alten Lehrer konnte er sich noch verständigen. Sie haben sich an einem gewissen Punkt, da der Kaiser gegen die Stadt einschreiten wollte, sie haben sich, obwohl ganz unterschiedlich, ganz verschiedene Wege gegangen, inhaltlich kaum einen gemeinsamen Nenner, haben sie sich gemeinsam zum Wohl der Stadt eingesetzt. Das ist das, liebe Schwestern und Brüder, was wir heute brauchen. Dazu gehört ein großes Maß an Bildung. Ich könnte jetzt eine lange Lamentation darüber anfangen, was etwa unsere künftigen Theologen, die dann Priester werden oder in einer anderen Berufung, was die heute alles studieren. Viel Soziologie, aufgequirlt mit Psychokenntnissen, alles ganz schön und gut. All das ist nicht Bildung, das ist Unbildung. Es führt höchstens zur Halbbildung und das ist schlimmer als Dummheit. Es braucht eine Bildung. Ist es nicht schrecklich, wenn wir beobachten müssen, wie wenig etwa die politisch Agierenden über die Geschichte wissen? Wir hatten gestern Abend in einem anderen Kontext noch die Rede davon. Weshalb ist das heute in Europa so schwierig mit der Türkei? Zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel. Weil wir Teile Europas haben, die vom Osmanischen Reich bedrängt wurden. Weil es heute noch in Europa, in Ungarn, in Österreich, vor allen Dingen in der Steiermark, auf dem Balkan, Länder gibt, deren Familienangehörige erzählen können, was sie durch osmanische Truppen erlitten haben. Schwangere Frauen aufgeschlitzt, Babys getötet. Das erzählen die Menschen. Das sind keine Gräuelmärchen, sondern das sind Erfahrungen, auch wenn die vielleicht 300, 400 Jahre zurückliegen, aber sie prägen. Und wenn sich manche Politiker dann ausdenken, naja, die Türkei hat ja eigentlich mit dem Osmanischen Reich nichts zu tun, dann zeugt das eben von Ungeschichtlichkeit. Wir können solche geschichtlichen Erfahrungen nicht einfach überspringen. Wir müssen dafür die heutigen Türken nicht verteufeln. Aber diese geschichtlichen Erfahrungen sind tief in die Gene der Menschen eingedrungen.
Und es hängt mit Bildung zusammen. Und wer das verleugnet, man kann das ja in manchen politischen Spektren beobachten, dass man keine Geschichte mehr braucht, das ist alles unwichtig. Da beginnt die Geschichte frühestens bei der sogenannten europäischen Aufklärung. Die wird aber dann auch sehr selektiv genommen. Das wird nicht gehen. Gerade hier, in dem alten Antiochien, in der Stadt, in der man uns zum ersten Mal Christen genannt hat, in der Paulus lebte und gewirkt hat, in der Petrus Bischof war, wie die Tradition sagt. In dieser Stadt lebt über Jahrhunderte Megalopsychia, Großmut, Bildung als Fundament, Sprachfähigkeit als ihre Frucht, um Christen und Nichtchristen ins Gespräch zu bringen, zum Wohl der Menschen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das einfach so wegwischen können. Mir scheint es höchst notwendig zu sein. Und Chrysostomus ist ein solcher Patron, der es deutlich macht. Er hat für seine Sprachfähigkeit, auch für seine Wahrhaftigkeit viel erlitten. Mehrfach abgesetzt als Bischof, in die Verbannung geschickt. Und schließlich hat er seinen letzten Verbannungsort gar nicht mehr erreicht, weil er unterwegs starb. Aber er starb mit einem letzten Wort der Dankbarkeit auf den Lippen. Megalopsychia, den Menschen und Gott gegenüber.